Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen weiter mit den Zukunftsbäumen. Und ich sitze hier in einem Mischbestand aus Nadel und Laubholz, genauer aus verschiedenen Laubbäumen, Buche, Eiche vor allen Dingen und Douglasie. Ja? Also hier die gewinnbringende, die Masse produzierende Baumart in diesem Wäldlein ist mit Sicherheit besagte Douglasie. Und das ist dahingehend schon ein recht moderner Douglasienbestand, weil er halt kein Reinbestand mehr ist. So, zu Douglasie hatte ich schon viel erzählt auf diesem Kanal. Deswegen würde ich mich jetzt hier versuchen, primär auf die Sache mit der Zukunftsfähigkeit zu konzentrieren. Zur Bestimmung hatte ich eben schon was aufgenommen in einem anderen Take. Das schneide ich hier jetzt rein. Ja. Hier haben wir ein kleines Zweiglein, habe ich gerade eben erst aufgesammelt. Wir stellen fest, gescheitelte Nadeln, ne? Also die sind so rum eher flach angeordnet, aber so, also das wäre jetzt Unterseite, das wäre Oberseite. Sie sind nicht radial um den Zweig angeordnet, sondern gescheitelt. Zweitens, Unterseite deutlich heller. Stomata-Streifen sind vorhanden. Ich hoffe, man kann sie sehen. Also sprich die weißen Streifen in der Mitte der Nadel. So ein paar Grundlagen von Baumbestimmung müsstet ihr inzwischen mitbekommen haben, sonst kann ich euch leider auch nicht mehr helfen. Ne? Deswegen werde ich jetzt nicht allzu genau darauf eingehen. Und Oberseite eher ein saftiges Grün, ein bisschen auch ein anderes Grün als die Fichte hat. Schaut euch da mal ganze Bestände aus der Ferne an, auf irgendeinen Berg steigen und in den Wald gucken, sich merken, wo stehen die Douglasien, Farbunterschied selber begreifen. Ich kann das immer sehr schwer erklären, wo die Farbunterschiede genau liegen. Und ganz wichtig als Unterscheidungsmerkmal zur Tanne, wenn wir uns jetzt hier nochmal das Ding im krasseren Zoom reinziehen, dann sehen wir die kleinen Saugnäpfchen am Nadelansatz. Tanne hat so kleine Saugnäpfchen, erinnert euch hoffentlich, wenn ihr mal meine Tannenvideos gesehen habt, das waren mehrere. Diese kleinen Saugnäpfchen fehlen, stattdessen wird unten das Ganze holzig. Also der letzte untere Teil der Nadel wird leicht bräunlich, leicht verholzig und das ist das wesentliche Bestimmungsmerkmal, wenn man Douglasie und Tanne unterscheiden möchte. Es gibt Douglasien, die sehen sehr tannenartig aus, aber keine hat diese lustigen kleinen Saugnäpfchen, die die Tanne hat, sondern alle Douglasien werden ganz, ganz unten leicht holzig. Je nachdem wie alt die Nadel ist, mehr oder weniger intensiv, bis sie eben entsprechend in ihren Zweig übergehen. Und olfaktorische Bestimmung, das kann ich euch natürlich nur live wirklich machen lassen, aber hier im Video müsst ihr es mir einfach glauben, wenn man ein paar Nadeln nimmt und diese kräftig reibt, wirklich schön kräftig zwischen den Fingern verreiben und riecht. Ja, haftet auch gleich an den Fingern, ja, also auch wenn man keine Nadeln mehr hat, riecht das immer noch sehr intensiv. Deutliches Zitrusaroma für Menschen mit schlechter Nase, für Menschen mit guter Nase soll es angeblich Orange und Zitrone etwas differenzierter sein, dass die Douglasie mehr nach Orange riecht, die Tanne mehr nach Zitrone. Douglasie jedenfalls auch als Duftfichte gerne bezeichnet, ist definitiv die intensiver riechende Art. Das merkt man allerdings natürlich nur im Direktvergleich. Wenn man jetzt eine Tanne, wenn ich jetzt eine Tanne gehabt hätte, in der Hand gehabt hätte und hätte da dran gerochen, ich hätte es olfaktorisch nicht unterscheiden können, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wer eine gute Nase hat, ja ich also nicht, der kann das. Okay, so. Und damit sind wir dann an dem Punkt, wo wir uns über die Zukunftsfähigkeit unterhalten müssen. Bisher hatten wir jetzt bei den Zukunftsbäumen nur so Arten, die zwar sehr wertvoll sind, oft auch sehr klimaresistent sind, gute Chancen haben, in der Zukunft auch weiterhin als Waldbaum in Frage zu kommen, aber die gute Standorte benötigen. Und das ist ein Problem, weil gute Standorte haben wir nicht beliebig viele und wir können ein super wertvolles, hochwertiges Holz nicht auf Masse produzieren. Wenn man jetzt anfängt, mit Hybridnussholz Paletten bauen zu müssen, weil einem das günstigere Holz, einfachere Holz fehlt, dann läuft irgendwas schief. Also das Massensortiment fehlt uns in unserer Zukunftswaldvision auf jeden Fall noch völlig. Eventuell wäre bisher als einziges in Frage gekommen für ein gewisseres
Massenholz, der Tulpenbaum. Der Tulpenbaum ist allerdings eher was, wie wir ja schon letztes Mal gehört hatten, kann man machen, muss man in den allermeisten Fällen nicht. Beziehungsweise in einem ohnehin schon artenreichen Wald, ja, dann kann man auch noch ein paar Tulpenbäume dazustellen. Das tut nicht weh. Das schadet auf keinen Fall, glaube ich zumindest. Aber ist ja auch nicht unbedingt so super, super nützlich. Gut, für die Insekten ist noch ein bisschen ein Vorteil, aber für den Wald als solchen, für die Holzzukunft, Holzsicherheit, Versorgungssicherheit bei Holz, wenn wir das so nennen wollen, sicherlich nicht unbedingt die Lösung. So, und jetzt sind wir bei der Douglasie angekommen. Und die Douglasie ist in so ziemlich jedem Szenario, bei dem man die Waldnutzung von morgen ziemlich revolutionieren möchte, die Hauptbaumart für den Massenzuwachs, der Leistungsträger, wenn es darum geht, mit was verdiene ich denn mein Geld bei den normalen Holzsortimenten. Ja? Nicht super tolle Wertholzeiche, nicht Kirsche, nicht Nuss, ne? Sondern normales Bau- und Konstruktionsholz, normales Industrieholz auch, Holz für alles Mögliche, Universalholz sozusagen. So, und da kommt die Douglasie sehr wohl in Frage, weil man aus ihr im Grunde alles machen kann, was man aus der Fichte auch machen kann. Bisher war ja die Fichte der Brotbaum, gerade eben deswegen als ein solcher gerne bezeichnet, weil eben sie alle Eigenschaften vereint hat vom Holz her, die man von Universalholz eigentlich im Idealfall braucht. Auch heute noch, Fichtenholz ist was Tolles. Punkt aus Ende. Dass es jetzt gerade super, super günstig exportiert werden muss nach China, naja, die Chinesen würden es freuen, weil da kriegen sie ein technisch hervorragendes Holz für einen Apfel und ein Ei nachgeschmissen. Okay, die Transportkosten kommen natürlich noch für die eigene, auf eigene Rechnung obendrauf. Die sind selbstverständlich nicht gerade gering, weil das ja mit einem Container rübergeschifft werden muss. Aber nichtsdestotrotz, da machen die ein gutes Schnäppchen eigentlich. Bisher hat man gesagt, für brauchbare Sortimente von Fichte ungefähr 100 Euro. Jetzt sind wir bei, wenn man es nach China verschifft, 15. Ja, das nur noch mal kurz am Rande angemerkt. Das heißt, die Fichte, sicherlich, sie wird nicht aussterben. Sie wird auch in ihren natürlichen Arealen weiter vorkommen. Ihre natürlichen Areale mögen etwas kleiner werden. An manchen Stellen mögen sie etwas größer werden. Allerdings werden sie mit Sicherheit nicht so viel größer werden, dass man da jetzt irgendwie nur noch mit natürlichen Arealfichten quasi arbeiten kann, um unseren Holzbedarf zu decken. Und jetzt kommt die Douglasie eben wirklich sehr, sehr massiv ins Spiel. Denn anders als die Fichte hat die Douglasie derzeit kein massives Problem mit Schädlingen. Sie hat auch Probleme mit Schädlingen. Und jetzt muss man sich in den Hinterkopf rufen, dass jeder Baum derzeit dieses Jahr, letztes Jahr, massive Probleme mit Schädlingen hatte. Jeder. Jede Baumart hat für ihre Verhältnisse relativ viel mit denen zu tun gehabt. Das ist einfach normal. Bei den Kritikern der Douglasie hört man immer gerne, oh, die ist auch nicht der super, super Wunderbaum. Das hat auch keiner behauptet, jedenfalls kein seriöser Forstwissenschaftler. Sie ist lediglich die beste aller Alternativen, wenn es um die fremdländische Baumart geht, die irgendwie unseren Holzbedarf decken soll. Ja? Wenn das eine fremdländische Baumart tun soll. Und deswegen, weil sie eben vergleichsweise wenig Probleme mit Schädlingen hat, weniger als die Fichte, massiv weniger als die Fichte, das ist auch nicht so schwer, ne? Bisschen weniger als die Tanne, weil die Tanne ist auch ein gewisses Mimöschen, was Schädlinge angeht, da kriegt sie relativ schnell mal was. Tanne wäre übrigens die einheimische Alternative zur Fichte. Also wo Fichte nicht mehr geht, Tanne aber vielleicht schon und man die Option hat, wirklich Tanne dahin zu pflanzen. Tanne hat nahezu identische Holzeigenschaften zur Fichte, genauso wertvolles, nützliches Universalholz wie die Fichte. Wächst auch fast genauso schnell, da sind wirklich nur Nuancen, die dann Unterschied ausmachen. Leider ist die Tanne ein Mimöschen hinsichtlich vieler Faktoren. Die Fichte ist es nicht bei den meisten Faktoren, es sei denn, sie wird vom Wind umgeschmissen oder der Käfer, ne? Der allseits beliebte. So, und bei der Douglasie, vom Wind umgeschmissen,
Ist so ein Thema. Man dachte mal, als die Douglasie gerade der Zukunftsbaum schlechthin war und die eierlegende Wollmilchsau des Waldes oder zumindest als solche gehandelt wurde, dass man mit Douglasie quasi wirklich alle Sachen auf einmal haben kann. Das Ding ist toll und sturmstabil und schädlingsresistent und trockenheitsresistent und wächst doppelt so schnell wie alles andere. Und. Ganz so ist es jetzt nun auch nicht. Gerade hinsichtlich der Sturmstabilität gibt es jetzt inzwischen erste Untersuchungen, die nach größeren Stürmen zeigen, was ist auch umgefallen, die Douglasie. Ist sie mehr umgefallen als anderes? Nö. Ist sie ungefähr auf dem durchschnittlichen Niveau eines Nadelbaums, der halt nun mal im Winter das Problem hat, dass Nadeln dran sind, umgefallen? Ja, genau so. Also ein bisschen sturmstabiler als eine sehr labile Fichte ist sie schon. Den Faktor sturmstabile Wälder, Waldaufbau, Bestandesstabilität ignorieren kann man allerdings trotzdem nicht, nur wenn man Douglasie verwendet. Also so doll ist es dann auch wieder nicht. Aber, wie gesagt, besser als bei Fichte plus die anderen positiven Eigenschaften. Also hinsichtlich Sturmstabilität gewinnt man wenig dazu, aber es wird auf keinen Fall auch schlechter. Also Status quo ungefähr. Schon mal gar nicht ganz schlecht. Ne? So, schädlingsresistent haben wir gesagt. Da gewinnen wir auf jeden Fall was dazu, wenn wir die Douglasie quasi als Fichtenersatz ansehen wollen. Quasi. Ja? Das heißt nicht, dass wir jetzt überall, wo eine Fichte steht, jetzt ab sofort Douglasie hinpflanzen. So war das nicht gedacht, sondern mehr so als nächster Hauptbaumart, nächste Universalbaumart, die allerdings flächenmäßig deutlich weniger angebaut werden darf, muss, als das bisher bei der Fichte der Fall war. Außerdem wächst sie ja schneller. Das heißt, wir können auf weniger Fläche mit Douglasie tendenziell die gleiche Holzmenge erzielen, zumindest das gleiche Holzgewicht erzielen, als wir das bisher mit der Fichte hingekriegt haben und brauchen dafür allerdings weniger Exemplare. Ein einzelner Baum wächst schneller. Ne? So, womit wir auch gleich beim Thema Wachstum eben entsprechend werden, wie viel schneller wächst sie denn? Ja, Fichte 14, 15, 16, 17, 18 Festmeter pro Hektar und Jahr. Douglasie 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sowas um den Dreh pro Hektar und Jahr, je nach Standort. Und das ist nochmal je nach Standort und je nachdem, was man da vergleicht, nochmal 50% drauf auf die Fichte. Und das kann sonst nichts. Außer so ein paar Spezialbaumarten, die allerdings kein gescheites Holz liefern. Ja, beispielsweise der Mammutbaum, der wächst auch unglaublich schnell. Der ist aber völlig sinnlos, weil das Holz, was der abliefert, kannst du für nichts brauchen, außer dekorativ an die Wand klatschen. Das mag ganz hübsch sein, aber selbst als Brennholz taugt das nicht viel, weil es zu schnell weg ist. Es ist ein sehr weiches, sehr leichtes Holz, mechanisch nicht stabil, würde unseren Ansprüchen nicht genügen. Douglasie hingegen ist sogar noch ein Ticken stabiler als Fichte, kann dann alles mitmachen, was man bisher mit der Fichte machen kann. Und deswegen ist das schon echt ein Thema. Gerade eben auch mit dem Wachstum. Douglasie lässt sich auch wunderbar in Mischbestände integrieren. Das hier ist jetzt ein ehemaliger Reinbestand, wo man das Laubholz rein integriert hat. Aber umgekehrt geht es genauso gut, dass man eben in einen Laubholzbestand ein wenig Douglasie reinklatscht. Was man auch noch natürlich machen kann, will man ein bisschen Douglasien-Wertholz haben. Auch das geht. Das geht bisher natürlich auch noch mit Fichte, dass man eben Fichtenholz astrein hinbekommt, indem man bei der Fichte in jungen Jahren die Äste eben entsprechend absägt. Das gleiche kann man bei der Douglasie auch noch tun, aber da lohnt es sich noch mehr, weil die durch ihren enormen Zuwachs einfach viel schneller die notwendigen sogenannten astfreien Schichten an astfreiem Holz außen dran wächst. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, der muss mehr Videos gucken. Ich kann das nicht jedes Mal erklären, aber auf jeden Fall wirklich Asten bei Douglasien ein enormes Thema. Man kann sie auch viel höher asten, wirtschaftlich sinnvoll, noch viel weiter oben asten, als das eben bei Fichte oder bei jeder anderen Baumart der Fall ist, eben einfach durch diese Geschwindigkeit des Zuwachses. Das war jetzt bisher eine reine Lobeshymne auf die Douglasie. Nochmal. Man darf bestimmt nicht hingehen und so tun, als könnte man jetzt jede Fichte mit einer Douglasie ersetzen oder pro zwei Fichten eine Douglasie hinstellen, das nicht. Und es gibt auch durchaus Bestände, wo die Douglasie auch zusammenbricht, weil man sie da am Rande ihrem möglichen Verbreitungsgebiets eben angepflanzt hat. Das
mögliche Verbreitungsgebiet, das empfohlen ist für die Douglasie, das wir derzeit haben, ist nicht so groß wie das Verbreitungsgebiet, das mal irgendwann bei Fichte empfohlen gewesen sein könnte, das man denkt zu haben. Ja? Also wenn die Fichte gnadenlos wegvertrocknet, der kann nicht die Douglasie deswegen jetzt einfach hinstellen, weil er denkt, ja, die ist ja viel trockenheitsresistenter. Nee, sie ist trockenheitsresistenter, aber nicht unendlich. Ja? Sie ist schädlingsresistenter, aber auch die Douglasie leidet. Beispiel, wer war denn jetzt dran an der Douglasie dieses Jahr? War es der Fichtenborkenkäfer? Ja, tatsächlich auch. Mhm. Und eben noch viele, viele, viele andere Insekten. Relativ hohe Artenzahl inzwischen, was auch wieder für die Biodiversität gar keine so schlechte Sache ist, die einfach ein bisschen generalistisch unterwegs sind. Denen es nicht so wichtig ist, welchen Baum sie jetzt konkret befallen, sondern die einfach den nehmen, der gerade da ist. Und da die Douglasie zwar von der Abwehr her keine speziellen Feinde hat, die ihre Abwehr einfach umgehen können und sich sofort reinbohren und gut ist, aber auch von der Abwehr her keine spezialisierte Abwehr gegen unsere allgemeinen Schadkäferchen und Pilze hat, weil wo soll sie die herhaben? Sie kommt ja aus Amerika, da gibt es ganz andere Schadkäferchen und Pilze. Muss man so netto sagen, summa summarum ist sie schädlingsresistenter als vieles andere, aber halt auch nicht universell und absolut. Das darf man nicht glauben. So, trockenheitsresistent. Sie ist trockenheitsresistenter als vieles andere, aber auch nicht komplett. Ja, also wenn irgendwann überhaupt kein Wasser mehr da ist, dann stirbt auch die Douglasie ab. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen in die Kronen gucken. So. Da sehen wir Douglasienkronen, recht schön zu sehen. Sind die unglaublich üppig? Ne. Sind die ganz, ganz furchtbar schlimm? Auch nicht. Sie sind irgendwo dazwischen. Und das ist gerade typisch, wenn man den momentanen Zustand der Douglasie beschreiben möchte. Wenn wir so eine Top 3 der Bäume, die am meisten gelitten haben unter 2018-19 aufstellen wollen würden, dann müssten wir wahrscheinlich sagen Fichte, Buche, Eiche in dieser Reihenfolge. Dann kommen natürlich noch ein paar andere einheimische Baumarten, aber irgendwo so auf Platz 10 kommt dann auch irgendwann die Douglasie. Also so ganz weit hinten bei den ganzen seltenen Sachen, die super trockenheitsresistent sind, wie eine Elsbeere, die wir noch nicht besprochen haben, oder unsere Kirsche, die wir schon besprochen haben, da ist auch nicht dabei. Das auch nicht. Man könnte bei der Douglasie so ein bisschen von einem Kompromissbaum ausgehen. Bei universell einsetzbarem Holz vertretbare Resistenzen und ein vertretbares Risiko im Anbau, plus die eine super Eigenschaft, die bleibt super, ja, da kann man noch so lange dran rumnörgeln, wie man möchte, diese eine Eigenschaft kann man ihr nicht nehmen, sie wächst einfach viel schneller als alles andere und das bei gutem Holz. Ja. Nochmal, ich hatte es ja schon eben angedeutet, man kann jetzt vielleicht den Fichtenwald nicht komplett 1:1 mit Douglasie ersetzen. Was man aber machen kann durch die enorm höhere Luchsleistung der Douglasie, ist die bisherige Holzmenge, die pro Zeit von der Fichte erbracht worden ist, eventuell doch mit der Douglasie zu, substituieren. Genau. So, das bedeutet, wir brauchen, wenn sie 50% schneller wächst, für 2/3 der bisherigen Fichtenfläche nur eine deutlich geringere, das muss ich jetzt ausrechnen, wer Mathe kann, nur eine deutlich geringere Douglasienfläche und kriegen trotzdem das gleiche Holz. Und das letzte Drittel der Fichtenfläche, das werden wir nicht mit Douglasie ersetzen können, da werden wir uns dann mehr auf zum Beispiel auch Laubholz eben spezialisieren müssen. Was ist eigentlich mit kompletter Abkehr vom Nadelholz? Kann man nicht einfach auf die bösen, bösen Nadelbäume mit ihrem hohen Sturmwurfrisiko und dem bösen, bösen Borkenkäfer und so weiter einfach verzichten? Nee. Weil die sind einfach wirtschaftlich hinsichtlich der Holzernte viel zu interessant. Beispiel.
so ein Nadelbäumchen, ja, egal, Tannefichte, Douglasie, Kiefer vielleicht nicht unbedingt, aber die haben alle so eine schöne pfeilförmige Krone, ne? Also Spitze an der Spitze und dann verlaufen die so. Und jetzt sägst du so einen Baum um, schmeißt ihn in den Wald, jetzt zeigt die Spitze in irgendeine Richtung. Da machst du dein Kabelchen dran und kannst den Baum theoretisch, wenn du zum Beispiel Schleifrücken machen möchtest, mit der Spitze voran aus dem Wald ziehen. Das hinterlässt gewisse Spuren, sie sind eher gering, weil eben Spitze voran. Ja? Der wächst praktischerweise wirklich aerodynamisch, sodass man ihn schön über den Boden aus dem Wald rausziehen kann. Mach das mal mit einer Buche, mit ihrer Krone, die in alle Richtungen absteht. Da hast du den kompletten Wald leer gefegt, bis die Buche rausgezerrt ist. Das geht gar nicht. Die bleibt überall hängen und reißt wirklich alles in Stücke, macht Schäden am verbliebenen Bestand noch und nöcher, nimmt den kompletten Boden mit. Keine Chance. Buche muss man vorher entasten. So, und jetzt kommt der Kostenfaktor ins Spiel. Wenn man eine Buche fällt und entastet, insbesondere wenn es eine alte, dicke Buche ist und die hat noch schwereres Holz als die Douglasie, dann kann man das eigentlich im Grunde nicht mit dem Harvester machen, sondern man muss es mit dem guten alten Forstwirt machen, mit der guten alten Motorsäge. Das geht natürlich wunderbar, das sind Profis, die machen sie das Ding ruckizucki klein. Aber das sind auch nur Menschen und keine riesigen Maschinen. Und das bedeutet, Buche fällen, aufarbeiten, bis er an der Waldstraße liegt, kostet der Festmeter 30, 40, 50 Euro, je nach Situation. Fichte oder Douglasie, ja, nicht ganz oder, aber sagen wir mal Fichte, wenn man die mit dem Harvester schön pflückt, schön entastet, schön an die Waldstraße legt, gleich mitnimmt und so weiter, da kann man auf bis zu Minimalpreis 16 Euro oder sowas runterkommen. Teilweise vielleicht sogar noch ein bisschen billiger. Das ist nicht oft so, aber das geht zumindest theoretisch. Und ganz, ganz selten sollten die Holzerntekosten irgendwo über 25 Euro liegen bei Fichte. Bei Douglasie, jetzt ist die halt einfach viel schwerer und die wächst so schnell, dass es relativ schnell einen dicken Baum gibt. Und dann wird sie irgendwann zu dick, zu schwer, um mit dem Harvester noch gepflückt zu werden. Gehen wir also davon aus, dass wir Douglasie etwas früher holen, in gleichen Dimensionen, wie wir das bisher bei der Fichte getan haben, also so, dass es gerade mit dem Harvester noch geht, dann kommen wir auch auf ähnliche Holzerntekosten. Bisschen mehr vielleicht. Lass es 20 Euro sein, Minimum. Ja? Aber das ist immer noch ein massiver Unterschied im Vergleich zur Buche mit unseren 30 bis 40 bis 50, so irgendwas so um den Dreh. Und verglichen mit der Buche, die ihre 10 Kubikmeter pro Hektar und Jahr wächst, ist die Douglasie mit im schlimmsten Fall, im schlechtesten Fall 16, immer 50% schneller. Und wenn sie mal 22, 24 oder sowas um den Dreh hat, dann ist sie sogar ja, 140%, nee, ist ja auch egal, jedenfalls sehr, 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 sehr viel schneller im Wachstum, als das halt bei der Buche der Fall ist. Man braucht also irgendwie 2,4 Buchen oder irgendwie sowas, anstatt einer Douglasie fürs gleiche Holz. Also fürs gleiche Volumen oder zumindest mal an Holz. Und das ist wirklich eine Hausnummer, wo man drüber nachdenken muss. Und jeden Wald, den man mit Douglasie äußerst effizient nutzen kann, die Fläche, die man dann nicht braucht, die man aber bräuchte, wenn man mit einer anderen Baumart, die deutlich weniger gut wächst, arbeiten würde, kann man dann nutzen für einen nicht so sehr wirtschaftlich ausgerichteten Wald. Ihr versteht? Also wir sparen Platz und auf diesem Platz, den wir sparen, können wir einen naturbelasseneren Wald hinstellen. Da können wir einen douglasienfreien, nur mit einheimischen Baumarten bestehenden Wald hinstellen. Da können wir einen auf Erholungsnutzung spezialisierten Wald hinstellen. Da haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, einzelne Waldstücke deutlich weniger zu nutzen, wenn wir dafür wiederum aus einem durchaus größeren Teil als den wenig genutzten, extensiv nennt man das dann, genutzten Teil, der wird weiterhin klein bleiben, aber er wird massiv zunehmen können, wenn wir eben mit der Douglasie arbeiten können. Oder alternativ, wenn wir mehr mit der Douglasie arbeiten, rein von den technischen Leistungsdaten, vom Wachstum her, können wir auf Holzimporte verzichten. Derzeit importieren wir nämlich reichlich Holz. Die Douglasie hätte potenziell genügend Power, um Holzimporte nicht mehr notwendig sein zu lassen. Dass wir wirklich aus dem heimischen Wald, aus unserem eigenen Grund und also nationalen Grund und Boden, wenn man das so nennen möchte, in der Lage wären, den nationalen Holzbedarf auch wirklich zu decken. Auch eine gute Sache, ja? Weil Holzimporte sind blöd.
A, kriegst du irgendwelchen Scheiß aus sonst wo? B, sind das enorme Kosten? C, ist auch nicht gerade unbedingt besonders nachhaltig, wenn man Bäume tausende von Kilometern durch die Landschaft zieht. Hm? Oder schippert. Oder fliegt. Das passiert selten, aber soll es wahrscheinlich auch schon gegeben haben. Ja, Invasivität ist immer noch so ein Thema. Ja? Fremdländische Baumart, ist die nicht invasiv? Die hat auch im deutschen Wald nichts zu suchen. Momentan sieht es so aus, als würden es doch reichlich einheimische Arten geben, die sich halt einfach, wenn nichts anderes dasteht, auch gerne mal auf eine Douglasie draufsetzen, die auch in der Lage sind, Douglasienzapfen zu futtern, anstatt Fichtenzapfen. Der Unterschied ist gar nicht so gigantisch. Das Ding ist jetzt seit 200 Jahren da. Tiere in Wäldern, wo die schon lange präsent ist die Douglasie, zeigen überhaupt kein Problem damit, mit der Douglasie klarzukommen. Es gibt deswegen nicht weniger Eichhörnchen, nicht weniger Specht, zumindest kann man es nicht nachweisen, soweit ich weiß, bisher zumindest nicht, nicht weniger von was auch immer, nur weil da jetzt auch Douglasie rumsteht. Wichtig ist allerdings natürlich weiterhin die Hauptbaumarten, die die entsprechenden Tierarten brauchen, auch vorhanden sind. Und deswegen ist es nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir sowas haben wie hier, also ein Mischbestand. Hier ist mit ziemlich dominanter Douglasie, aber nichtsdestotrotz auch noch eben mit vielen anderen Laubbaumarten. Auf keinen Fall wieder Reinbestand machen. Auf keinen Fall Reinbestand. Tatsächlich wäre wahrscheinlich die Artenzahl in einem Reinbestand mit Douglasie ähnlich wie die Artenzahl in einem Reinbestand mit Fichte. Mit einer Ausnahme. Im Fichtenwald gibt es neben Fichte noch den Borkenkäfer. Im Douglasienwald gibt es nur die Douglasie. Nein, ist natürlich etwas übertrieben. Aber trotzdem, es wäre nicht gut. Sie lässt einen Hauch mehr Licht nach unten als die Fichte. Das heißt, ein Douglasienreinbestand ist etwas artenreicher, was die Bodenflora angeht. Einfach aufgrund dessen, dass mehr Licht unten ankommt. Die Saufett machen tut das aber nicht. Hilft also wenig. Invasivität. Kann sich die Douglasie unkontrolliert ausbreiten und alles zuwuchern? In einem sonst komplett naturbelassenen, urwaldartigen Gebiet, Nationalpark oder sonst was, wo sie schon drin ist, hat sie gewisses Potenzial, sich dort dauerhaft zu etablieren, sage ich jetzt mal. Wirklich den kompletten Wald übernehmen, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ausschließen kann man es nicht, das ist richtig. Ja. In einem nicht bewirtschafteten urwaldartigen Gebiet. In einem bewirtschafteten Wald ist es überhaupt kein Problem sicherzustellen, dass die Douglasie nicht überhand nehmen wird und nicht alles zuwuchern wird, denn die braucht recht viel Licht, um aufzukommen. Ja, also für die Verjüngung, die Naturverjüngung, muss es ordentlich hell im Wald sein. Wenn man als Förster dafür sorgt, dass es einfach nicht hell wird im Wald, dann kriegt man auch keine Douglasienverjüngung hoch. Wenn man die Wilddichte etwas höher sein lässt, als sinnvoll wäre, dann kriegt man auch keine Douglasie hoch. Und somit würde es für den Fall, dass die Douglasie zum Problem wird, für den zuständigen Förster wirklich nur ein geringfügiger Aufwand sein, um in 10, 15, 20 Jahren sämtliche Douglasien wieder rauszukriegen. Und das Ding wächst schnell, es wächst nicht wie Unkraut. Ja? Die braucht trotzdem noch 15, 16, 17, 18, 19, 20 Jahre, bis sie überhaupt keimfähig ist. Und in der Zeit kommt man schon mal da vorbei und kann das Ding absägen. Also, da sehe ich es nicht. Ich sehe es wirklich, also im Wirtschaftswald sehe ich überhaupt kein Invasivitätsrisiko. Akkuwechsel. Ja, leider ist jetzt schon ziemlich duster geworden. Ich erzähle gleich noch 3-4 Takte, aber gucken wir uns vorher schnell nochmal diesen Wald hier an. Zumindest mal so grob, ne, das Ding hier, jetzt, was da jetzt ins Bild kommt, das ist eine Douglasie. Und die ist im Grunde hiebsreif, also man könnte die in dieser Dimension schon wirklich verkaufen und ernten. Da hinten dran kommt nochmal eine und alle dickeren Bäume, die da so rumstehen, das sind alles Douglasien. Man sieht sie auch jeweils an der Krone, dass es sich um Nadelbäumchen handelt und auch da hinten eben stehen sie immer mal wieder drin. So, und das Gute ist eben, wie gesagt, die sind im Grunde schon hiebsreif. Man könnte sie jetzt schon theoretisch verhökern. Man lässt größtenteils noch ein bisschen stehen, wobei das, was hier jetzt fehlt, ne? Hier ist ja gerade frisch durchforstet. Das waren auch Douglasien, was man hier rausgeholt hat. Großenteils waren es Douglasien. Und das Schöne ist, man hat halt schon recht früh Durchforstungen, die bereits Geld bringen, weil man eben nicht 40, 50 Jahre warten muss, bis man überhaupt Bäume hat, die einigermaßen eine Dimension erreichen, die man verkaufen kann,
sondern in 50, 60 Jahren hat man schon Bäume, die man komplett verkaufen kann. Ja, die sind schon fertig, die will man gar nicht dicker haben unter Umständen, weil sonst passen sie nicht mehr durchs Gatter vom Sägewerk. Und die Umtriebszeiten für Wald sind mit Douglasie wirklich ganz, ganz andere. Wo wir bei Fichte vor 50 Jahren noch von 100 Jahren ausgegangen sind, wo es jetzt auf 80 Jahre runter ist ungefähr, vielleicht auch auf 70 runter, wenn man möchte, sind wir bei Douglasie bei 60. Ja, in Freiburg, das ist erschreckend, da holen die eine Meter dicke Douglasie mit 65, 70 Jahren oder sowas raus. Und das ist irre. Das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Ob man die jetzt überhaupt einen Meter dick werden lässt, muss nicht unbedingt sein. Dann holst du halt eine mit 60, 70 Zentimetern nach 50 Jahren raus. Oder nach 45 Jahren oder sowas. Und auf den Top-Standorten, ja, auf den Top-Standorten. Das ist nicht normal. Aber trotzdem, das Potenzial, das ist gewaltig. Und eine geringere Umtriebszeit für den Wald bedeutet zwar nicht mehr Ökologie, wirklich nicht. Ja, das ist nichts, worüber sich Tiere, Pilze und andere Pflanzen jetzt unglaublich freuen würden. Das bringt wirklich keinen Vorteil. Aber betriebswirtschaftlich gesehen, und wenn wir, wie gesagt, das hatte ich ja schon angedeutet, sagen, wir nutzen die Douglasienfläche als Intensivnutzwald und machen da wirklich primär Forstwirtschaft, auch natürlich mit weiterhin auch Platz für Tiere, auch Platz für andere Pflanzen, ja, nicht reine Plantage, wo gar nichts anderes wächst, aber primär doch zum Geld verdienen und auf dem Rest der Fläche, der kleiner sein kann, beziehungsweise der größer sein wird, weil wir weniger Intensivnutzfläche brauchen, Platz für alles andere. Und ich glaube, mehr in den Bereich der Spezialisierung verschiedener Waldgebiete zu gehen, kann auf keinen Fall schaden. Spezialisierung nicht im Hinblick auf hier die eine Baumart, da die andere, sondern Spezialisierung hinsichtlich des Ziels. Will man hier jetzt seltenes Wertholz produzieren? Will man hier Biomasse produzieren? Und da kommt die Douglasie ins Spiel, ne, als Biomasse-Produktionsbaumart, für höhere Anwendung, Konstruktionsholz, Bauholz oder sonst was. Oder, und da müssen wir uns auch nochmal dann irgendwann demnächst drüber unterhalten, will man Biomasse produzieren für niedere Anwendungen. Papier, Pappe, Biogas, Brennholz. Sowas in der Richtung. Weil dann müssen wir eben wirklich überlegen, gerade eben hinsichtlich der Zukunft und der Zukunftsbaumarten, ob man nicht doch auch die gute alte Plantagenwirtschaft vielleicht intensiviert auf kleinen Flächen, dafür auf kleinen Flächen extreme Erträge mit zum Beispiel irgendwelchen Pappelklonen erzeugen kann. Einfachstes Holz für eben Papier, Pappe, Brennholz, genau. Um die natürlicheren Wälder, die Wälder, die die Bezeichnung Wald noch verdienen, einfach weiter zu schonen. Auch da muss man drüber nachdenken. Das sind so generelle Überlegungen. Ja, also abschließend, Douglasie, doch nicht der Zukunftsbaum, doch nicht der super, super, super Baum und so weiter und so fort. Wer sowas liest, kann sich gleich mal einfach Gedanken machen, hat das überhaupt jemals behauptet, dass es der super, super, ultra Zukunftsbaum wäre? Großes Potenzial, ja. Rundum Sorglospaket, mit dem alle Wünsche erfüllt, automatisch erfüllt sind und alles ist super toll und man braucht sich um gar nichts mehr kümmern. Das hat nie jemand behauptet, ja. Das ist so ein Problem der Medien, dass so getan wurde, als sei die Douglasie einfach noch viel besser, als sie ohnehin schon ist. Und das kommt jetzt zurück, jetzt wo man feststellt, dass sie auch nur ein sehr guter, aber normaler Baum ist. Das ist vielleicht derzeit Mitschuld, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommt, in der Fachwelt kriegt man schon gerade ziemlich um die Ohren gehauen, aber das ist, glaube ich, Mitschuld daran, dass jetzt gerade viel an Douglasie wiederum kritisiert wird.
oder auch nicht. Beispielsweise, ich lese ja gerne mal hin und wieder Zeitung, gerade insbesondere, wenn es was mit dem Wald zu tun hat, und ein paar Dörfer weiter bei mir im Tal stand jetzt in der Zeitung, dass der dort zuständige Förster jetzt vermehrt auf Douglasie setzt, weil er bei dem Wald, in dem er jetzt zuständig ist, sich ganz sicher ist, dass Douglasie erheblich bessere Chancen haben wird, mit den sich ändernden Klimabedingungen klarzukommen im Vergleich zu der Fichte. Jetzt fängt der Autofokus an zu spinnen, jetzt ist das Licht dann gleich weg, als im Vergleich zur Fichte oder sowas. Ne? Also es gibt schon auch noch weiterhin Förster, die Douglasie so ein kleines bisschen als Allheilmittel ansehen. Es ist halt einfach schwierig, es ist halt nicht so einfach. Und bevor ich jetzt mich noch mehr wiederhole und es noch dunkler wird, würde ich an dieser Stelle auch schon wieder Schluss machen. Ja, Mann, warum wird es so früh dunkel? Das ist ja schlimm. So spät ist noch gar nicht. Und muss weitere Videos dann wieder nach drinnen verlagern wegen dunkel. Tschüss.